Ciao Amici, wir haben doch neulich zusammen Figensenf gemacht im Glas und heute zeige ich euch kein Rezept, sondern ich möchte euch viel eher zeigen, was ich mit dem mache. Das ist also ein Serviervorschlag. Ihr kennt ja alle zusammen die weit verbreitete Vorspeise, die man oft überkommt, wenn man zu Besuch ist. Honigmelone mit ein bisschen drapiertem Rohschinken dazu. Etwas sehr Gutes und sehr Feines. Ich zeige euch heute einfach eine Variante, eine Alternative zu dieser Vorspeise, die genau gleich schnell gemacht ist. Noch ein Wort zum Figensenf. Wenn ihr verpasst habt, wie man den macht, ich verlinke euch das Rezept dazu unten nachher verlinke in der Infobox oder auch in der Infokarte. Schaut einfach rein und ihr findet es. Was ihr für die Vorspeise braucht, ist natürlich der Figensenf, ein paar ungleich gross geschnittene Stückchen Käse, Figen, sehr frische und reife und ein bisschen gute Salami und Holzspiessli. Also, was ich jetzt mache, ist, dass ich die drei Zutaten, Käse, Salami und Figen, auf das Holzspiessli aufstiche und schaue, dass es einigermaßen schön aussieht. Am Schluss geben wir noch ein bisschen von unserem Figensenf dazu. Jetzt stellt euch vor, ein Aperotisch mit 5-6 sättigen Spiessli, mit ein bisschen Figensenf auf einer Porzellanschelle. Das sieht doch gut aus. Die Leute haben es gerne, es ist erfrischend. Und so als Vorspeise einfach eine nette Variante. Man kann es natürlich auch als Dessert geben, so als französisches Dessert oder Abschluss von einem Mehrgänger. Auch das kommt sehr gut an, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, es hat mich ein bisschen inspiriert und euch eine neue Idee gegeben. Etwas anderes für eure Einladungen und Fest. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Nachmachen und natürlich beim Essen.